Millionen von Männern glauben nicht daran, dass sie eine Partnerin finden können. Millionen von Männern denken, der Zug ist abgefahren. Sie haben es nicht verdient. Sie sind nicht gut genug. Sie sind Loser. Und sie machen sich dafür fertig, jeden Tag. Und irgendwann akzeptieren sie, dass es so sei und glauben nicht mal mehr daran, dass es irgendwas gibt, was sie tun können, um das zu verändern. Wenn du einer dieser Männer bist, dann ist dieses Video für dich. Ich weiß, wie das ist. Mein Name ist Andy Friday, mit dabei wieder Makako Kim. Wir sind Flirt-Coaches für Männer mit Herz. Und dieses Video ist für dich gemacht. Wir alle haben diese Stimme im Kopf, die uns immer wieder einreden möchte, dass wir nicht gut genug sind. Die uns sagt, dass wir wertlos sind, dass wir immer ein Verlierer bleiben werden, dass wir sowieso keine Chance haben, dass es eh immer schwerer wird, je älter wir werden. Dass Frauen sowieso ganz viel Auswahl haben, warum sollten sie dann uns auswählen? Die Stimme, die hier oben dir diese Sachen einredet, die tut dir keinen Gefallen. Und es ist nicht mal die Stimme, die du dir selber ausgesucht hast. Es ist eine Stimme, ein Konglomerat aus ganz vielen Meinungen von anderen, die wiederum sich alle aus der Angst herausgebildet haben, dass sie nicht gut genug sind. Eltern, Lehrer, Freunde, in Anführungsstrichen. Alle Menschen haben diese Stimme im Kopf und es wird nie besser, weil wir unsere Ängste immer wieder auf andere drüber projizieren. Wenn du zum Beispiel etwas außerhalb der Norm dich befindest, nicht in der Schule zum Beispiel schon mit anderen super gut konntest, ja, so wie ich das einige wissen, ich wurde in der Schule mehrmals in Folge als Mr. Psycho und Mr. Freak gewählt, Nummer 1 von 130 oder was weiß ich, 140 verschiedenen Schülern im Jahrgang. Wenn du so jemand bist... Oder ausgelacht worden bist, einfach nur, weil du eine andere Hautfarbe hast. Egal, welche Hautfarbe. War bei dir der Fall, gell? War bei mir der Fall, jahrzehntelang. Mittlerweile ist es ja hip, K-Pop-Star Koreaner zusammen. Damals, hui. Ja. Die Angst, die wir dann haben, dass wir nicht gut genug sind, die ist ja super schnell aktiviert. Wenn wir auch nur einen Beweis aus der Umgebung sehen, dass wir versagt haben und dann sagt uns auch noch jemand oder belustigt sich, macht sich lustig über uns, dass wir versagt haben, dann brennt sich das ein. Wir sind super talentiert darin, Kritik abzuspeichern und uns selber nicht diesen Spielraum zu geben, den wir eigentlich verdient haben, dass wir doch besser sind, als wir glauben. Ja, das ist vielleicht der Nachtrag auf deiner eigenen Checklist, die Bestätigung dafür, dass du ein Versager bist. Hier ist wieder der Beweis, ich bin Versager, Dankeschön, ich hab's doch gewusst, bam. Und da ist es wieder, immer und immer wieder. Und dann, da helfen die anderen dabei nicht, ne? Weil die anderen sagen dir eben tatsächlich entweder, ja, du bist ein Versager und die drücken es dir ins Gesicht, oder sie sagen gar nichts dazu. Und du lebst einfach dein Leben und lebst mit diesen Stimmen im Kopf immer weiter. Oder sie versuchen etwas, was gut gemeint ist, aber auch den gegensätzlichen Effekt hat. Sie haben Mitleid. Und von diesen Optionen ist eigentlich keine, die dir hilft. Was sehr verwirrend sein kann. Ja, definitiv nicht. Was sehr verwirrend sein kann, weil mit Mitleid kommen wir wenigstens einen Schritt näher zu diesem Gefühl der Liebe, das wir uns eigentlich wünschen und so sehr danach sehen. Mitleid ist wenigstens ein Gefühl, wo jemand auf uns einen Schritt hinzugeht. Und das fühlt sich besser an als nichts. Da ist jemand, der sorgt sich um uns, der geht einen Schritt auf uns zu und hat mit mir Leid. Aber es hilft dir nicht aus der Misere raus. Es hilft dir nicht aus diesen Gedanken heraus und aus diesem ständigen Strudel an Selbstkritik. Ich bin nicht gut genug, ich bin ein Versager, werde ich immer ein Verlierer sein. All diese Sachen, die wir uns selber sagen, die werden nicht besser, wenn jemand Mitleid mit uns hat. Es bestätigt das nur noch mehr, weil dann sagt dieserjenige, ja, es ist tatsächlich so und es tut mir leid, dass es so ist. Und du hast recht. Ja, du hast recht.
Der Weg da raus, hat niemand gesagt, dass das ein leichter ist. Der Weg da raus hat mit Arbeit zu tun. Er ist anstrengend. Von einem Tag auf den anderen dein Leben umzukrempeln und auf einmal die Resultate zu haben, dass Frauen sich für dich so interessieren, wie du es dir immer vorgestellt hast, das kommt nicht einfach so durch einen Glaubenssatz, den du dir wieder einredest oder durch irgendeinen Trick, den du bei einem Video findest, wie du auch bei unseren Videos einige Tipps natürlich mit an die Hand bekommst. Aber deswegen sage ich es dir immer wieder, es gehört mehr dazu. Es gehört diese Reise dazu, auf die du dich einlassen darfst. Die Reise zur Selbstliebe und zur Liebe für andere. Das ist eine Reise in die Unabhängigkeit, in die Freiheit. Das ist die Reise in die Unabhängigkeit davon, dass diese Stimmen, die andere dir einprägen wollen und die du dir selber dadurch einprägst, keine Legitimation haben in der echten Welt. Es scheint vielleicht so, weil du die Beweise siehst, dass du gerade alleine zu Hause bist, alleine an deinem Handy sitzt und dieses Video schaust. Deswegen scheint es so, dass du keine Chance hast bei Frauen oder dass du es verlernt hast. Aber die echten Beweise dafür, was du drauf hast, die hast du dir noch gar nicht, mit denen hast du dich noch gar nicht konfrontiert. Diese Chance hast du dir noch gar nicht gegeben, dieses Potenzial hast du noch gar nicht wahrgenommen. Und das, was so schwer ist an dieser Reise, zu diesem Mann zu werden, der du tatsächlich sein könntest und der gar nicht so weit weg ist, wie du glaubst. Der schwerste Teil dieser Reise ist, dir selber einzugestehen, dass du es eigentlich könntest. Dass es schwer ist. Und das. Aber dass du es darfst. Und das bedeutet, dass du anfangen musst, wirklich mit einem Spiegel vor dir selber nicht nur deine Schwächen zu sehen, so wie du sowieso schon ein Weltmeister darin bist, deine eigenen Schwächen zu sehen, sondern auch anfängst, das große Ganze wahrzunehmen. Das heißt, auch deine Stärken. Ehrlich mit dir selber zu sein. Nicht nur auf der einen Seite alles Negative die ganze Zeit wahrzunehmen, sondern auch auf der anderen Seite das Positive wahrzunehmen. Der erste Schritt ist der leichteste. Denn der erste Schritt ist zu sagen, yo, ich habe Defizite, ich kann das nicht. Das machen wir sowieso die ganze Zeit, wenn wir uns selber geißeln und bam, das habe ich wieder falsch gemacht. Oh Mann, jetzt mag sie mich noch weniger und jetzt beachtet sie mich nicht. Und oh, die Arbeitskollegin, die achtet jetzt wieder auf den anderen Typen mehr als auf mich. Darin sind wir Weltmeister. Der zweite Schritt. Ja, aber der Trick dabei ist ja, die Defizite realistisch zu betrachten und nicht wie jedes Mal wie einen Weltuntergang zu sehen, sondern es wirklich kühl auseinanderzunehmen, dem zu sehen, okay, ich habe Defizite, einer Person anzusehen, in die Augen zu schauen und länger als zwei Sätze zu sprechen. Und zwar ganz klar und deutlich. Da sprechen wir ja schon. Dazu gehört Disziplin, jede Menge Disziplin. Wozu gehört? Aber dazu kommen wir auch noch später. Wozu gehört Disziplin? Was meinst du? Sich die eigenen Defizite aufzuzeigen. Defizite oder Defizide? Die Pestizide und die Defizite. Ich nix deutsch. Der zweite Punkt ist der, den Makako gerade, worauf er anspielt, ist nämlich der schwierige. Es ist nicht nur die Defizite wahrzunehmen, sondern dann auch zu sagen, okay, aber wo sind hier gerade meine Stärken? Ja, ich habe es nicht hinbekommen, mit dieser Person gerade länger zu reden, weil mir Smalltalk einfach nicht liegt. Aber wo ist meine Stärke? Meine Stärke liegt darin, dass ich gerne mit Leuten in die Tiefe gehe. Und dass ich, wenn ich sie kennenlerne, sehr gut darin bin, nicht nur ihre Schwächen und Stärken festzustellen, sondern ihnen dann auch dabei zu helfen. Ich bin hilfsbereit. Ich bin vertrauenswürdig. Ich will, dass es anderen gut geht. Das sind meine Stärken. Und dir das ich einmal genauso... Ich interessiere mich für Menschen. Du interessierst dich nicht nur für Menschen, du interessierst dich dafür, dass es Menschen gut geht. Dass die Menschen, die du magst, dass die glücklich sind. Und das sind Stärken, die kannst du dir mal ganz fett groß anpinnen. Auf der anderen Seite von den Schwächen. Das heißt, der zweite Schritt ist, deine Potenziale zu erkennen. Nicht nur auf den Dingen, die du sowieso schon gut kannst und hast, sondern
auch bei den vermeintlichen Defiziten, die du noch nicht gut kannst, wie zum Beispiel dem Smalltalk. Smalltalk ist keine, ich kann Smalltalk nicht, ist keine Verurteilung dafür, dass du das nie können wirst. Es ist lediglich ein Erkennen dafür, dass du es noch nicht so gut kannst und da jetzt Verbesserungspotenzial hast. Richtig, nichts ist absolut. Diese glasklare Brille einmal aufzusetzen, nicht die rosarote Brille, sondern die glasklare Brille, das ist der Schritt, den den meisten schwerfällt. Denn die pechschwarze Brille ist so viel leichter aufzusetzen. Die kennen wir nämlich schon. Alles ist kacke, ich krieg nichts hin, ich werde es niemals hinbekommen. Das ist leicht. Die Geschichte uns immer wieder zu sagen, fällt uns deswegen leicht, weil wir sie schon kennen. Wir wissen, was am Ende der Reise auf uns wartet. Das gibt uns Gelassenheit. Sicherheit. Wir müssen uns nicht außerhalb von irgendwelchen Gefahrenzonen begeben, sondern wir wissen, was passiert. Im schlimmsten Falle bleiben wir einfach einsam. Kenne ich schon. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Vielleicht sogar noch schlimmer, dein Ego sagt dir, dass das der gerechte Weg ist für dich und dass es nun mal so ist, weil du zu nett bist. Und so ist das nun mal, wenn man zu nett ist, dann kann man nicht Erfolg bei Frauen haben. Ist einfach so. Nein, das ist nicht einfach so. Das ist die pechschwarze Brille, die du bewusst aufsetzt, weil es leicht ist. Die pinke, rosarote Brille aufzusetzen, würde dir mehr helfen, wo du nur noch das Positive siehst, und das machen auch viele, auch sehr erfolgreiche Menschen, aber das ist nicht mal mein Anspruch für dich. Mein Anspruch ist, dass du dir die glasklare Brille aufsetzt. Was kann ich nicht so gut? Wo habe ich Verbesserungspotenzial? Und was kann ich schon sehr gut? Und dann auf diesen Stärken zu kapitalisieren und genau so dann auch Frauen kennenzulernen, wie du es gut kannst, mit Tiefe, mit Herz. Es hilft dir dabei aber nicht, wenn du die ganze Zeit immer wieder den Stimmen zuhörst, die dich runterziehen und dir sagen, dass du nicht gut genug bist, dass du erst noch mehr Alpha werden musst oder noch extrovertierter oder irgendetwas an deiner Persönlichkeit ändern solltest, was du nicht intrinsisch bist. Oder komplett anders sein müsstest, als das, was du bist und es nie erreichen wirst. Das ist absoluter Quatsch. Frauen wollen nicht nur den großen Muskelprotz, der andere rumkommandiert. Es gibt Frauen, die diesen Mann bevorzugen. Aber möchtest du diese Frauen zu deinen Partnern haben? Richtig, willst du nicht. Es gibt Frauen, die auf den stillen, logischen, herzlichen Mann nicht nur stehen, sondern ihn über allen anderen Charaktertypen vorziehen, weil sie sich auf ihn verlassen können, weil er ihnen sehr ähnlich ist, weil sie auch schüchtern sind und weil sie das Gefühl haben, dann mit jemandem zusammen alt zu werden, der sie versteht und den sie vertrauen können. Und du hast diese Beweise schon längst vor dir gesehen, du hast sie nur ignoriert. Du kennst die Männer, die ebenfalls schüchtern sind, die ebenfalls introvertiert sind, die ebenfalls verkopft sind, die nicht der Star sind und nicht super krass toll aussehen und viel Geld haben. Du kennst die Männer, die so normal sind und unter dem Radar durchsickern, die trotzdem eine Freundin gefunden haben, die trotzdem auf der Straße Händchen halten, mit ihr rumlaufen. Du hast sie schon gesehen, aber die pechschwarze Brille hat sie ausgefiltert. Mach einmal die Augen auf, um mehr von diesen Männern wahrzunehmen, mehr von diesen Frauen wahrzunehmen. Sie sind überall. Wenn du diese rote Pille, die Red Pill, schlucken willst, dann schluck doch lieber diese Wahrheitspille. Die Pille, dass die Frauen, auf die du stehst und die ebenfalls auf dich stehen, überall sind. Den Mut aufzubringen, auf sie zuzugehen. Okay, das ist etwas, das können wir verbessern. Da hast du noch Wachstumspotenzial. Und das verbessern wir sehr gerne. Ich helfe dir dabei. Makako hilft dir dabei. Sehr gerne. Du findest auf diesem Kanal etliche Tipps und Motivationsvideos dazu. Gerade die früheren, die kurzen 5-Minuten-Videos. Wie oft ich schon das Feedback bekommen habe von Leuten, dass diese kurzen Videos sie aus einer Misere rausgehoben haben, aus einer Depression rausgeholt haben und ihnen den Mut gegeben haben, wieder an sich zu glauben und nicht diesen destruktiven Stimmen zu verfallen, dass sie nicht gut genug sind. Schon so oft. Ich mache das sehr gerne für dich, aber die Wahrheit ist, du musst anfangen, selber wieder an dich zu glauben.
Es hilft nichts, wenn ich an dich glaube oder wenn andere dir Mitleid geben. Du hast es verdient, glücklich zu sein. Du hast es verdient, auf die Tipps, auf die Ratschläge zu hören, bei denen du das Gefühl hast, dass du dadurch an dein Ziel gelangen wirst. Und nicht auf die Ratschläge und die Tipps hörst, wo du das Gefühl hast, oh Mann, wenn ich das höre, dann fühle ich mich ja noch schlechter, noch inkompetenter. Wenn sie dir sagen, ja, du musst auf jeden Fall mehr dominant werden und Leuten sagen, wo es lang geht und brauchst Status und Geld. Wenn du das hörst und du hörst diesen Tipp und dann bekommst du das Gefühl, ja Mist, so bin ich aber gar nicht, dann habe ich ja noch weniger Chancen. Dann schmeiß diese Tipps in den verdammten Müll. Die helfen dir dann einfach nicht. Die helfen vielleicht demjenigen, der sowieso schon ins Fitnessstudio geht, der sowieso schon daran arbeitet, viel Geld zu verdienen und der dann sich bestätigt fühlt und sagt, ah, cool, ich mache schon das Richtige. Ja, okay, dann mache ich mehr davon. Dem helfen sie vielleicht. Aber wenn das nicht zu dir passt, dann schmeiß diese Tipps in den verdammten Mülleimer und hör lieber auf die Tipps, wo du sagst, boah, das kann ich. Oder, oh, das kann ich zwar noch nicht, aber das würde ich gerne können und es fühlt sich gut an, mir vorzustellen, wie es wäre, wenn ich das wäre. Es fühlt sich gut an, mir vorzustellen, dass ich der Mann bin, der ruhig, gelassen, introvertiert, aber intellektuell auf eine Frau zugehen kann und mit ihr ganz entspannt reden kann, ohne dass es die anderen mitbekommen. Und dass die Frau dann anfängt, nach deiner Nummer zu fragen, dass diese Frau Interesse für dich entwickelt. Dieser Mann. Und genau wenn du diesen Wunsch hast, genau das fühlst bei irgendetwas, was du siehst, und fühlst, das kannst du vielleicht noch nicht, aber du könntest dir wünschen oder wünschst, dass du so bist, dann hast du nämlich einen ersten Impuls dazu, genau das zu machen, einen ersten Schritt einzugehen, um deine Ziele zu erreichen. Der erste Wunsch, der erste Impuls zu dem Ziel, wo du hin möchtest. Und damit sind wir bei dem dritten Schritt, den Leuten so schwerfällt, diesem Wunsch, einmal wirklich klar zu werden, was du wirklich willst. Nicht einfach nur als, es wäre so toll, wenn ich eine Freundin hätte. Nein, nein. Du bist verkopft? Du bist ein Logiker? Okay, mein Lieber, dann nutze diese Stärke. Makako ist dafür berühmt. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was du gemacht hast, als du dir das zum Ziel gesetzt hast, diese eine Arbeitskollegin verliebt in dich zu machen. Erzähl mal davon. Du hast deine Stärken nämlich wirklich zu Papier gebracht, wortwörtlich. Nee, das war kein Papier, das war eine Excel-Tabelle. Ich bitte dich. Wir leben im digitalen Zeitalter. Ja. Wir leben im digitalen Zeitalter. Ich weiß noch ganz genau, wo ich genauso wie viele von euch vor YouTube saß und mir die Videos von Andy angeguckt habe. Damals die Short-Videos und mir versucht habe, so viel nützliche Tipps wie möglich anzueignen, indem ich erstmal Informationen gesammelt habe. Und da ich als Ergo-Datenanalyst, der ich nicht bin, ich bin Projektmanager nebenbei, Daten einfach nur gesammelt habe, habe ich angefangen, die Daten, die ich gesammelt habe, zu kategorisieren und daraus kleine Kurzanleitungen für mich selbst zu schreiben, die mir irgendwie logisch sinnvoll waren, was es nicht war letztendlich. Und habe die mir aufs Handy gezogen, über eine Suchfunktion einen Filter gesetzt und bin, und ich muss selber lachen, und bin dann halt mit einer Arbeitskollegin, in der ich total verschossen war, nur weil sie mal nett zu mir war, mich angelächelt hatte, auf ein Date gegangen. Und habe nebenbei ständig auf mein Handy geglotzt, um zu gucken, was ich zu tun hatte. Das ist absolut in die Hose gegangen. Aber was stand da denn so zum Beispiel? Was stand da zum Beispiel? Wenn sie sich anguckt und mit den Haaren spielt, kann es sein, möglicherweise, ist aber nicht 100% so, dass sie dich mag oder nervös ist. Es kann aber auch bedeuten, dass sie gerade langweilig ist. Was habe ich mit der Information angefangen in dem Moment? Da gab es eine Situation, da hat sie sich an Haaren gespielt. Mag sein, dass sie da damals nervös war. Mag sein, dass sie mich mochte. Mag sein, dass sie sich gelangweilt hat. Aber ich habe es überinterpretiert in dem Moment. Und war dann so verkopft, dass ich nicht wusste, was ich als nächstes machen sollte, was dazu geführt hat, dass ich dann von einem Schlag zum nächsten einfach stumm geworden bin. Ich habe dann gar nichts mehr gemacht. Ja. Weil ich dann zu sehr versucht habe, zu analysieren, zu interpretieren, um dann den nächstbesten Zug, ja, in Anführungszeichen, zu finden, um meine Lösung zu finden mit, okay, die Lösung zu dieser Aufgabe ist
Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Was dazu geführt hat, dass ich es überhaupt nicht genossen habe. Und ja, du kannst dir vorstellen, das war kein schönes Date, weil ich einfach selber halt auch verkrampft war. Aber das Ganze war nicht schlimm, weil es hat mich halt dazu geführt, dass ich mehr wollte, gemerkt habe, dass ich es nicht gut kann, mir einen Weg gesucht habe, um besser zu werden und die Entscheidung getroffen habe. Und dazu sage ich auch Entscheidung zur Selbstführung und mir Hilfe gesucht haben von Leuten, die es können. Und ergo, was hast du? Andy Le Barbier. Ja. Yeah. Und so bin ich. Ja, und das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ich musste damals durch diesen Schmerz gehen, zu sehen, ich will was, ich versuche es, ich kann es nicht. Also es ist in meiner Geschichte. Aber ich will es. Ich kann etwas nicht, aber es will es. Was kann ich da machen? Ja, das ist. Und das war für mich einfach ganz wichtige Schritte gewesen, dann die Entscheidung zu treffen. Okay, dann mach was. Du weißt zwar noch nicht was, aber mach was. Und jetzt fragst du rum, was sein könnte. Richtig, das ist der Trick bei Motivation. Wenn wir glauben, oh Mann, mir fehlt die Motivation, ich krieg das nicht hin, dann denken wir, dass zuerst die Motivation da sein muss, damit dann die Handlung folgt. Dabei funktioniert Motivation nicht so. Motivation entsteht nach der Handlung. Das heißt, handle zuerst und die Motivation kommt nach der Handlung. Wenn du denkst, boah, ich habe keine Lust, mein Zimmer aufzuräumen, dann wirst du eine schwierige Zeit haben, dein Zimmer aufzuräumen. Aber wenn du sagst, boah, ich habe keine Lust, mein Zimmer aufzuräumen, aber ich fange jetzt einfach mal, ich stelle mir den Wecker und ich mache es für 2 Minuten. Ich suche mir einfach ein paar Objekte aus und ich mache es einfach für 2 Minuten. Und dann legst du los. Und nach 2 Minuten klingelt der Wecker, aber du bist gerade dabei. Weißt du, was dann passiert, während du das gerade machst und der Wecker klingelt? Du wirst weitermachen. Du wirst einfach sagen, na gut, jetzt bin ich schon mal gerade dabei, kann ich noch ein bisschen weitermachen. Das heißt, die Handlung hat die Motivation erst kreiert. Und das ist einer der vielen Schritte, die du natürlich lernen kannst. Deswegen sagte ich, es ist eine Reise. Einer der vielen Schritte ist dann natürlich die Erkenntnis, dass einfach anzufangen viel mehr bedeutet und viel wichtiger ist, als all die Leute, die sich zu sehr verkopfen und darüber nachdenken, was sollte ich denn machen, bevor ich anfange. Es hat seinen Grund, warum, wenn ich möchte, dass ein YouTube-Video gut ankommt, der Titel sowas ist wie drei Dinge, auf die du achten solltest, bevor du mit einer Frau sprichst. Klar, weil es leicht ist, weil es nicht der schwere Weg ist, erstmal zu beobachten, bevor du mit der Frau redest. Aber der schwere Weg, es zu beginnen, es zu versuchen, mit ihr zu reden, dich zu überwinden, diesen Mut aufzubringen, das ist der Weg, der dich tatsächlich dann auch zum Erfolg bringen wird. Nicht sofort, nicht bei ihr direkt, aber nach dieser Reise, die du jetzt angetreten bist, kommst du auch an dein Ziel und nicht nur einmal. Du wirst oft an verschiedene Meilensteine kommen, wo du das Gefühl hast, das hätte ich vor einem Jahr niemals hinbekommen. Das ist ja, was wir gerade wieder diese Woche so oft gehört haben im Coaching. Die Männer, die erzählen, das hätte ich vor einem halben Jahr niemals erlebt. Ich hätte mir das vor einem Jahr niemals zu träumen gewagt. All diese schönen Erfahrungen, Dates, erster Kuss mit dieser Frau, Sex mit dieser Frau, das zweite Date mit dieser Frau. Das sagen die, weil sie sich nicht am Anfang gesagt haben, ich möchte diese Woche noch, dass ich mich verändere, dass ich sofort dieses Date mit der Frau hinbekomme. Nein, sie haben gesagt, okay, ich weiß, ich bin noch nicht an dem Ort, wo ich sein möchte. Ich weiß aber, dass ich es will, das ist mein Wunsch und ich bin bereit, meinen Defiziten ins Auge zu blicken und auch meine positiven Stärken anzuerkennen und dann auch zu bestärken. Und dann begeben sie sich auf diese Reise Schritt für Schritt, kleine Steps. Genauso wie Makako es gemacht hat. Was noch ganz wichtig dazu zu sagen ist, selbst diese Erkenntnis, sich zuzugeben, dass man selber okay sein könnte, bis man dann erkennt, dass man selber okay ist, dazu gehört eine ganze Menge Mut. Und ich kann jedem das versuchen und sage, hey, traut euch. Sagt es euch erstmal so zum Spaß. Und wenn ihr es selber noch nicht glauben könnt, dann glaubt ihr es vielleicht nicht. Aber sagt es noch wieder. Dann sagt es wieder. Kleine einfache Worte wie ich bin liebenswert. Ich bin liebenswert. Ich bin liebenswert. Und das hört sich vielleicht die ersten 10 Mal, die ersten 100 Mal, die ersten 200 Mal nicht echt an. Irgendein Wort, was dahergesagt worden ist, was man nicht wirklich glaubt.
Das sind ja auch die ganzen anderen Beispiele, die sagen, dass das eigentlich nicht so ist. Aber auch das wird zur Gewohnheit. Eine Gewohnheit, die euch gut tut, die euer positives Denken fördert. Es ist so wahr. Es ist so wahr. Du bist nicht wertlos. Du bist kein Verlierer. Du bist liebenswert. Bist du nicht. Du bist liebenswert. Du bist liebenswert. Ah, das ist so verrückt, sich das wirklich mal durch den Kopf gehen zu lassen. Aber es ist, diese Reise ist kein Weg, durch den du von einem Tag durch den anderen direkt ans Ziel kommst. Es ist schwer. Nee, ist keine Autobahn. Es ist verdammt schwer, sich diesen Dämon wirklich einmal zu stellen und zu sagen, ich will etwas Besseres, als was ich aktuell habe. Ich will nicht, dass das so weitergeht. Ich habe es verdient. Ich habe es verdient, glücklich zu sein. Ich bin liebenswert. Und dann auch die Güte zu haben, zu sagen, und sie ist liebenswert und er ist liebenswert. Und ich werde nicht eifersüchtig sein darauf, dass meine Arbeitskollegin jetzt mit meinem Arbeitskollegen zusammengekommen ist. Ich werde nicht darauf eifersüchtig sein, denn beide sind liebenswert. Ich bin genauso liebenswert und sie sind liebenswert. Deswegen gönne ich es ihm und gönne ich es ihr. Das ist doch toll. Die waren jetzt gerade einfach dran. Super, ich werde auch dran kommen. Aber wir sind alle liebenswert. Weg von diesem Hass zu kommen, weg von dieser Eifersucht zu kommen, ist nicht leicht. Es ist schwer. Ich will dir dann kein Honig ums Maul schmieren. Aber ich sag dir einfach die Wahrheit. Sowohl die Wahrheit, dass es schwer ist, als auch die Wahrheit, dass es für dich möglich ist. Dass es für dich möglich ist und dass es sich lohnt. Und dass es so schön ist, wenn du die Reise angetreten bist und du die ersten kleinen Erfolge siehst, dass die Frau zum Beispiel dich nicht wegschickt und dass sie mehr von dir erfahren möchte. Dass du dann mit dieser guten Freundin oder mit der Arbeitskollegin tatsächlich dann da stehen bleibst und ihr euch so unterhaltet, dass du das Gefühl hast, wow, sie hasst mich ja gar nicht. Das ist so belohnend. Was schwer ist, ist, dass du dann dieses Gefühl auch richtig einkategorisierst als Teilerfolg. Wir sind so solche Champions darin, alles, was wir tun, als Versagen und Verlieren einzukategorisieren. Aber Teilerfolge, da ist gerade meine Freundin. Miniziele. Warte mal eben, ich muss gerade hier ausmachen. Oh, noch ein Teilerfolg. Ja, ist ein schöner Teilerfolg. Aber diese Teilerfolge einzukategorisieren als Teilerfolge, das ist das, was dir den Schub gibt. Das sind diese Handlung folgt zu Motivation. Das ist, weil es ein kleiner Erfolg ist. Das ist wie beim Zimmer aufräumen, hast du dann angefangen und ein Objekt liegt jetzt schon mal an seinem richtigen Platz. Du hast einen kleinen Teilerfolg. Und wegen diesem Teilerfolg räumst du dann weiter auf. Und selbst wenn dann die 2-Minuten-Marke klingelt am Handy, machst du weiter, weil du kleine Teilerfolge hattest. Dich auf diese Teilerfolge zu fokussieren, das ist einer dieser Schritte, die ganz wichtig sind und die du verdient hast. Es gibt keinen Grund, warum du nicht dich selber feiern darfst für jeden kleinen Scheiß. Und es ist nicht mal Scheiß. Ich sagte das gerade, weil das so aus Inbrunst aus mir rauskommt. Aber ja, du darfst dich feiern für jede kleine Erfolgsgeschichte. Klopf dir da mal richtig auf. Es ist deine verdammte Aufgabe, dich selbst zu feiern. Ja. Klopf dir da mal wirklich einfach mal auf die eigene Schulter für das, was du schon erreicht hast und welche tollen Charakterprinzipien du mitbringst, die für Frauen unglaublich wertig sind. Keiner, kein einziger Mensch ist auf die Welt gekommen und hat sich gedacht, ich möchte, dass es anderen dreckig geht. Dass wenn es überhaupt Menschen gibt, die dieses Ziel haben, die wirklich so bösartig sind, und die gibt es, aber wenn es diese Menschen in deiner Nähe gibt, und dann sind die verdammt selten, dass du sie so in deiner Nähe antriffst. Aber wenn es sie in deiner Nähe gibt, dann musst du verstehen, dass dieser bösartige Wunsch ebenfalls aus einer Verletzung herausgekommen ist, wo eigentlich der Wunsch dahinter gesteckt hat, geliebt zu werden. Diese Erkenntnis, dass wir alle eigentlich nur geliebt werden wollen, die ist so fundamental, weil sie dir die Möglichkeit gibt, bei jeder Person, bei jeder Frau
ihren insgeheimen Wunsch ebenfalls zu erkennen und ihre Handlung, egal wie verletzend sie sich vielleicht anfühlen mag und wie persönlich wir sie auch nehmen, nur mit diesem einen intrinsischen Wunsch zu tun hat. Ich möchte eigentlich geliebt werden. Und dann ist da vielleicht jemand, der zeigt mir Aufmerksamkeit und damit komme ich nicht zurecht. Und ich habe irgendwelche komischen Installationen von meinen Eltern bekommen, dass weil ich gesehen habe, dass mein Vater niemals meine Mutter umarmt hat oder was weiß ich, was diese Frau erlebt hat. Und deswegen mache ich genau dasselbe. Meine Mutter war immer böse zu meinem Papa, sie hat ihn immer angeschrien. So liebt man sich anscheinend. Okay, dann mache ich das jetzt auch bei jedem Mann, der irgendwie mir Aufmerksamkeit schenkt. Ich zeige ihm die kalte Schulter. Warum macht sie das? Nicht aus Bösartigkeit, sondern weil sie das gelernt hat, so zeigt meine Mutter anscheinend Liebe. So zeigen andere anscheinend Liebe. Und dann machen sie das nach. Das ist so irre. Ich habe neulich ein Video gesehen. Das hat mein Herz zerrissen, als ich das gesehen habe. Von einem Mann, der... Erzähl mal. Von einem Mann, der seine... der am Geburtstag von seinem 5-jährigen, 4-jährigen, 3-jährigen Sohn seine Frau geschlagen hat, weil sie die Kerzen nicht richtig auf den Kuchen gesetzt hat und irgendetwas. Die haben in der Fremdsprache geredet. Und dann haut er sie. Und das alleine ist ja schon, meine Güte, nicht schön anzusehen. Aber was wirklich mein Herz zerrissen hat, ist, dass der kleine Junge, 3, 4 Jahre alt, oder 2 Jahre alt, ohne zu verstehen, was abgeht, dieses Verhalten kopiert hat und dann auch seine Mama gehauen hat. Oh, man. Das ist so übel, wie wir etwas von unseren Eltern mit auf den Weg bekommen und selber gar nicht wissen, warum wir das tun, was wir tun. Und wir glauben, wir tun das aus freien Stücken. Dabei ist es etwas, es ist quasi wie ein Programm, das dir, ohne es zu wissen, auf die Festplatte installiert wurde. Und dass du dann automatisch fährst. Wie wir Liebe suchen, wie wir Streit aus dem Weg gehen, wie wir keine Grenzen setzen können. All die Dinge, bei denen du bestimmt Schwierigkeiten hast, und ich kann das verdammt verstehen. Und diese Programmierung umzustülpen, dir eine neue Software raufzuspielen, selber zu erkennen, was diese Software so destruktiv macht und dass du keinen Bock mehr auf diese Software hast, du eine andere Software willst, eine Software der Liebe, des Gebens, der Wertschätzung, des einander hoch aufeinander, einander emporhebend und nicht runterziehend, emporhebend. Diese Software neu zu installieren, das ist nicht etwas, was einem so intrinsisch leicht fällt. Deswegen verstehe ich den Struggle. Ich verstehe auch, wenn du das Misstrauen hast gegenüber Leuten, die dir helfen wollen. Wie jetzt vielleicht mir, wie jetzt vielleicht diesem Video, wie jetzt vielleicht anderen Coaches im Internet. Ja, ich weiß, es ist nicht leicht zu sehen, dass andere dein Bestes wollen. Und es ist okay, du musst nicht bei uns irgendwelche Produkte kaufen, du musst bei uns nicht ins Coaching kommen. Dieses Video ist für dich als Weckruf dafür, dass du schon längst gut genug bist. Du brauchst kein Coaching. Das ist die Wahrheit. Du brauchst kein Coaching. Du kannst es in Anspruch nehmen, wenn du willst, dass sich Dinge schneller verändern. Coach kommt aus dem Englischen. Das ist das Wort, was wir, wenn wir reiten gehen, dann ist das der Wagen, in dem wir reiten, damit wir schneller nach vorne kommen. Das ist alles. Es ist quasi, du setzt dich ins Auto und wir bringen dich schneller an dein Ziel. Das ist alles, was wir tun. Wenn du einen guten Coach hast, dann weiß dieser Coach, wie er dich schneller ans Ziel bringt. Aber intrinsisch hast du alles schon, was du brauchst. Es ist alles da. Die Erkenntnis, dass du gut genug bist, auf die können dich andere bringen. Aber es ist deine Entscheidung, es tatsächlich auch dir einzugestehen, dass du gut genug bist. Und dabei nicht den Fehler zu machen, dass andere nicht gut genug sind. Weil das ist dann die, das ist, wenn die Waage zu lange auf der Seite war und ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, ich bin scheiße, ich bin scheiße, ich bin scheiße. Und dann kippt die Waage in die andere Richtung. Ich bin gut genug, ich bin toll, boah, die anderen, die sind das nicht, die anderen haben das nicht verdient. Das ist der genauso große kritische fatale Fehler. Geh den nicht ein. Das ist, warum ich mich immer so aufrege, wenn ich solche Alpha-Videos sehe, bei denen es darum geht, dass du eben nicht darauf achtest, wie es ihr geht, wie es der Frau geht. Weil dann ist es genauso destruktiv. Das Ziel ist, dass du dich emporhebst und
andere danach ebenfalls emporhebst, dass wir gemeinsam zum Mond kommen können. Das ist das Ziel. Ah, wie? Nur bis zum Mond? Bis zu den Sternen. Und es ist machbar. Wir nennen das Blüte. Die Männer, die bei uns in der Seduction Mastery sind, die freuen sich immer über diesen Meilenstein, wenn sie dann ankommen an diesem Meilenstein und die Flirt Masterclass durch ist und sie sagen, okay, jetzt geht's daran, dass ich auch anderen Männern und Frauen dabei helfe. Das ist quasi diese Mini-Trainerausbildung. Jetzt geht's darum, dass ich endlich anderen auch dabei helfe und dass ich der Frau, mit der ich mich getroffen habe, endlich wieder ein bisschen Selbstbewusstsein mit auf den Weg geben kann, damit sie auch strahlen kann und sich nicht Sorgen machen muss wegen diesem einen Ding, was in ihrem Leben gerade ihr Sorgen bereitet. Und es ist so ein tolles, unglaublich tolles Gefühl, bei Frauen dieses Strahlen wieder zu aktivieren. Wenn sie an ihre Ressourcen glaubt, wenn sie sieht, dass sie schon längst alles hat, was sie braucht, wenn sie selbstbewusst an dieses Problem herangeht und sagt, oh, danke. Dieser Blick, den sie dann dir schenkt, das ist pure Liebe, dieses pure Verliebtsein, weil du der Katalysator warst für etwas, was sie schon längst in sich hatte. Du hast sie nicht überzeugt, du hast ihr nichts gegeben, was sie nicht schon hatte. Du hast ihr nur das gezeigt, was sie schon längst in sich hatte. Das ist das Ziel, was ich bei dir habe. Das ist das, was wir im Coaching mit dir machen. Wir geben dir kleine Impulse, Challenges, die dir leicht fallen, weil sie Step by Step aufeinander aufbauen, die alle nur dasselbe Ziel haben. Dir wieder das Selbstvertrauen zurückzugeben, das du als kleines Kind schon mal hattest, bevor andere dich überladen haben mit Zweifeln und Ängsten. Das ist das Ziel. Es ist dein Leben, dein Selbstvertrauen, was du dann wieder aktivierst. Du wirst nicht zu jemandem gemacht, der du nicht sein willst. Du wirst zu genau dem, der du sein möchtest. Wo du dir gerade noch nicht so, wie gesagt, wie wir es jetzt so oft gehört haben, von Benno zum Beispiel diese Woche, der gesagt hat, ich hätte mir das vor 12 Wochen noch nicht zu träumen gewagt, dass ich diese Woche 2 Dates habe und dass ich eine Frau nach 10 Minuten geküsst hätte. Das hätte ich mir nicht zu träumen gewagt. Aber er hat es geschafft. Und jetzt geht die Reise erst richtig los bei ihm. Und ich freue mich ungemein für ihn. Das ist erster Start. Benno, falls du zuhörst, das war erster Start. Das war... Freu dich auf deine Reise. Schau mal, was jetzt kommt. Das weiß er, glaube ich, auch. Du hast gerade erstmal das Triebwerk für deinen Düsenantrieb gefunden von deinem Mondshuttle. Du fliegst jetzt erst los. Und das ist richtig geil. Das kannst du auch. Und das hast du auch verdient. Wie so oft würde ich dir hier sehr gerne natürlich sagen, dass du diesen Weg mit uns gehen kannst, dass du dich bei uns melden kannst. Letztlich ist das aber einfach nur ein Hilfsmittel. Die wahre Erkenntnis ist, dass du es schon längst verdient hast. Und das macht mich selber verdammt emotional, daran zu denken, wie es ist, wenn du auf dieser Schwelle stehst, dieser Schwelle von, fuck, da glaubt jemand an mich. Könnte das wahr sein, was er sagt? Könnte das wahr sein, dass ich das schaffe? Lass uns miteinander reden, wenn du kurz vor dieser Schwelle stehst und du das noch nicht genau glauben kannst. Dann reden wir miteinander. Komm in die Charisma-Analyse. Das ist ein kostenloses Gespräch. Ja, natürlich werden wir in dem Gespräch herausfinden, ob du auch gut in unsere Familie passt und mit den anderen Teilnehmern gemeinsam die Welt rocken wirst. Das werden wir versuchen herauszufinden. Wenn das der Fall ist, dann geben wir dir dieses Angebot, dass du bei uns mitmachst. Wird es Geld kosten? Ja, es wird Geld kosten. Aber natürlich würden wir das tun. Natürlich würden wir dieses Angebot machen, wenn wir davon überzeugt sind, dass du damit schneller an dein Ziel kommst. Das ist nichts, was... Wenn ich das tue oder andere das tun, dann ist das nichts Unlauteres, sondern dann ist das einfach etwas, was wir für dich wollen. Wir wünschen uns, dass du ans Ziel kommst. Ich würde dir sehr gerne alle diese Tipps auch hier auf YouTube, alle genauso geben, wie wir es dir im Coaching machen. Und eigentlich machen wir das auch, wenn du dir alle Videos anschaust. Da ist jeder Tipp, den ich im Coaching gebe, ist auch irgendwo da drin verpackt. Aber diese Struktur... Die funktioniert nur, weil du dann investiert bist, weil du sagst, ja verdammt, jetzt habe ich nicht nur Geld in die Hand genommen, jetzt habe ich auch noch mich selber dahin gebracht, dass ich mich dazu entschieden habe, es durchzuziehen. Und Geld für etwas hinzulegen ist meistens der erste Schritt dazu, dass du sagst, okay, jetzt ziehe ich es auch durch.
Selbstführung. Wir haben oft schon Männern Stipendien gegeben bei uns, die dann nahezu kostenlos bei uns im Coaching waren. Und die einzigen, die das wirklich für sich so genutzt haben, waren diejenigen, die dafür super dankbar waren, weil sie selber quasi am Hungertuch genagt haben. Das sind die Männer, die dann dafür dankbar waren, die dann auch losgelegt haben und teilweise andere überholt haben, weil sie sowieso schon sehr wenig Geld hatten und dann hatten sie ein Stipendium und das war dann nicht, das hat sie nicht in den Ruin getrieben natürlich, sondern sie hatten dann einfach die Möglichkeit, in ihrem Rahmen das Coaching wahrzunehmen. Und dafür waren sie super dankbar und haben so viel erreicht. Das sind ja die ganzen Männer, die ich dir immer wieder zeige. Ja, hier können wir direkt nochmal ein paar Fotos einblenden. Von den letzten paar Jahren haben 144 Männer bei uns ihre Freundin gefunden. 144 Männer haben eine glückliche Partnerschaft gegründet. Aus dem Nichts heraus. Und es hat funktioniert. Das darfst du auch. Wenn du noch ein Student bist und du weißt nicht, wie du das finanzieren sollst bei uns im Coaching, dann gibt es bei uns auch das günstige Programm der Flirt-Spezialisten, wo ich ebenfalls mit dir zusammenarbeite, wo wir dafür sorgen, dass du jede Woche Fortschritte hast beim Flirten, im Selbstbewusstsein, im Umgang mit Frauen. Komm zu uns in die Flirt-Spezialisten. Geh auf www.interessewecken.de und schau es dir an. Das ist nicht mal 1,20 Euro am Tag umgerechnet. Ja, das ist so wie jede Sportmitgliedschaft. Kostet nicht mehr als das. Und das ist für jeden machbar. Für jeden. Und wenn du sagst, ich möchte das jetzt mal einfach geregelt haben und will nicht mehr dieses Zweifeln in meinem Kopf haben, dann rede mit uns. Dann komm in die Charisma-Analyse. Ja? Klick auf diesen Link hier oben und komm in die Charisma-Analyse, um dich beraten zu lassen, wie wir für dich maßgeschneidert im Einzelcoaching diesen Weg endlich gehen und du in 12 Wochen nicht mehr der Mann sein musst, der denkt, er sei ein Verlierer. Das ist mein Angebot an dich. Aber genauso wie bei Frauen ist unser Job damit getan. Ich muss dich dahin nicht zwingen. Es ist okay, wenn du es machst. Es ist okay, wenn du es nicht machst. Mein Ziel ist hiermit schon getan. Ich habe dir gesagt, was mir wichtig ist. Ich habe dir gesagt, woran ich glaube, dass du es kannst. Und ich habe dir ein Angebot gemacht. Mein Lieber, das ist das Geheimnis von Verführung. Du sagst, woran du glaubst. Du siehst eine Frau, die findest du wunderschön. Du sagst ihr, dass du sie wunderschön findest. Dann machst du ihr ein Angebot. Du sagst, ich würde gerne mit dir auf ein Date gehen. Hier ist mein Handy. Zähl mal deine Nummer ein. Und damit ist dein Job getan. Denn jetzt hat sie die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie das möchte oder nicht. Und weil du völlig unabhängig an diese Sache rangegangen bist, weil du nicht erwartet hast, dass es klappen wird oder nicht klappen wird. Du hast es einfach nur getan, weil du daran glaubst, dass es das Richtige war, als Mann diese Wahrheit auszusprechen, dass sie unglaublich charmant ist. Das ist, was funktioniert. Das ist die Wahrheit, die ich dir versuche, wieder ins Licht, ins rechte Licht zu rücken. Natürlich kannst du da noch viel mehr flirten, in die Tiefe gehen. Da gibt es Millionen von Dingen, die sehr schön sind im ersten Kennenlernen mit Frauen, die diese Begegnung noch runder machen. Aber diese Basiselemente, die ich gerade erklärt habe, dazu stehen, was du wirklich möchtest. Und das ist, wenn du diese Frau siehst, dann ist der erste Impuls nicht, okay, wie kann ich sie von mir überzeugen? Nein, der erste Impuls, wenn du diese wunderschöne Frau siehst, ist was? Was ist das Erste, was dir durch den Kopf geht? Richtig, es ist irgendwas wie, wow, boah, sie ist echt schön, uff. Und das ist ein Ausdruck von Wertschätzung. Das ist ein Ausdruck von Liebe. Das ist die Wahrheit, die aus dir rauskommen darf. Das ist die Wahrheit, die in diesem Video, ich hoffe, auch bei dir angekommen ist, was ich für dich empfinde. Du hast es verdient. Du bist nicht wertlos und bist kein Verlierer. Du bist der Mann, der imstande dazu ist, die Frau nicht nur an seiner Seite zu haben, sondern auch zu behalten und mit ihr eine Familie zu gründen, die du wirklich willst. Das bist du eigentlich. Das ist die Fähigkeit, die in dir steckt. Und damit ist mein Job getan. Komm zu uns in die Charisma-Analyse, wenn du möchtest. Und wenn du das nicht machst, dann ist das ebenfalls völlig in Ordnung. Also, hier findest du das Video zum Interessewecken-Programm. Und wir verabschieden uns von dir. Hab eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Video.